Manche blieben ihm bis heute treu. Ich bin Fan seit 1983. Also Juliet, das hat mich total verzaubert. Anja Wange und ihr Mann Detlef haben sich einen Eid geschworen. Die Musik und die Beaches leben in uns weiter. Ihre Wohnung im hessischen Büttelborn gleicht einem Bee Gees-Tempel. Wo man hinguckt, Bee Gees, Bee Gees, noch mehr Bee Gees. Mittlerweile bestimmen die Bee Gees schon fast unser Leben. Also wir lieben nicht nur die Bee Gees, wir leben eigentlich Bee Gees. Bereits beim Kennenlernen spielten die Bee Gees eine entscheidende Rolle. Detlefs und Anjas Lebenswege kreuzten sich durch den Verkauf einer Bee Gees-Platte im Internet. Logisch, dass auch die Hochzeit nur in der Bee Gees-Welt stattfinden konnte. Wir haben also im Maurice Gibb Memorial Park geheiratet, was für uns eigentlich ja, mehrere Gründe hatte. Also erstens mal auch, um eine gewisse Ehre zu erweisen, um ja, ein Stück näher zu sein. Wir wollten auf jeden Fall irgendeinen Bezugspunkt halt auch haben. Auch bei der Hochzeit sollten die Bee Gees nicht fehlen. Hochzeit war schon toll, aber dass wir den Abend vorher Barry noch getroffen haben, war natürlich schon ein Highlight gewesen. Wir hatten extra eine Einladung fertig gemacht für Barry und Linda und seine Familie halt natürlich. Ja, und dann haben wir uns gedacht, die bringen wir halt persönlich vorbei. Und da waren wir dann am Abend vor der Hochzeit dann dort gewesen. Und ja, und zufällig kam dann halt ein Auto die Straße entlang gefahren und er kannte halt das Auto vom Aussehen her und ja, da hat er gemeint, da können entweder nur Barry oder Linda drin sitzen, das sieht man ja nicht durch die dunklen Scheiben. Ja, und es hat nicht lange gedauert und da hat dann Barry dann die Scheibe runtergelassen, nachdem er ausgestiegen ist und hingelaufen ist. Ja, und dann ist ihm die Kinder drunter gefallen, ich konnte keinen Ton mehr sagen. Also wir waren sprachlos gewesen und haben denen unsere Einladung übergeben und haben gefragt, ob sie denn kommen würden. Leider konnten die Bee Gees nicht. Dafür gab es ein schönes Erinnerungsfoto. Seit mehr als 20 Jahren sammeln die beiden alles, was sie über die Bee Gees in die Finger kriegen können. Diese Compilations, also CD-Zusammenschnitte aus allen Herren Ländern. Eine der wertvollsten CDs für mich ist diese Promobox. Die ist auch, glaube ich, bloß in der Auflage bis zu 500 Stück erschienen. 1990 habe ich mit meiner Sammelleidenschaft oder Wut angefangen. Hier haben wir ein sehr schönes erhaltenes Stück aus 1979. Ein Verstärker mit Mikrofon aus der Spirit-Zeit. Ja, da haben wir noch so ein paar ja, Raritäten, sag ich mal. So ein paar Goldies und ein paar Platinplatten. Die haben wir in Österreich auf einer Auktion ersteigert. Ja, das macht süchtig dann. Ja. Wenn man erstmal eine hat, dann will man alle haben. Jeder hat einen anderen Liebling. Du bist absoluter Robin-Fan. Ich stehe nur ein bisschen mehr auf Barry, aber wie gesagt, Bee Gees sind nun mal Bee Gees. Anja Wange hält ihre ganz persönlichen Erinnerungen an die Gibb-Brüder in einem kleinen Büchlein fest. Ja, das ist mein kleines Heiligtum. Da habe ich von 1991 Bilder drin von Robin, Barry und Maurice, wo ich sie das erste Mal getroffen habe, vor dem damaligen Studio. Das war überhaupt der Grund, warum ich nach Miami gereist bin. Ich habe damals extra noch einen Kredit aufgenommen. Ich war noch blutjung. Ich war 19. Das war für mich ein riesengroßer Moment. Wie Robin aus dem Studio rausgekommen ist und auf einmal hinter mir stand, ich war so hin und weg gewesen. Also ich krieg Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, als ob es gestern war. 2011 erfüllte Robin Gibb Anja Wange ihren sehnlichsten Herzenswunsch. Das war eigentlich schon immer mein Traum gewesen, dass ich einmal bei dieser Gartentee-Party dabei sein darf. Oder wir. Und es war schwer, an die Karten ranzukommen. Das war für uns ein Highlight, hoch drei. Also endlich mal bei Robin auf dem Anwesen zu sein oder überhaupt erstmal in Tame zu sein, das ist, ja, das kann man sich nicht vorstellen, als, ja, so als Außenstehender, was einem das bedeuten kann. Ihr Idol todkrank zu sehen, für Anja Wange ein Schock. Wenn man ihn so als, ja, so als Fan näher kennt und seine ganzen Verhaltensweisen kennt und sieht, wie er reinkommt ins
ins große Festzelt und muss zum Teil von von Gina und Arti unter dem Arm geführt werden und auch beim Hinsetzen Probleme hatte. Also wir waren nicht weit weg. War schon bewegende Momente, weil man hat gesehen, dass gesundheitlich eines bei ihm nicht in Ordnung gewesen ist. Robin Gibbs' Tod im Mai 2012 erschüttert sie noch heute. War schlimm. Also ich glaube, Anja möchte darüber nicht so sehr sprechen, muss ja weil immer sein. Sie hat also Wochen gebraucht, um Radio zu hören, irgendwie Fernsehen zu schauen, weil sie immer damit gerechnet hat, kommt noch eine Meldung drüber, oder auch Internet war für sie absolut tabu gewesen. Für Anja Wange blieb die Zeit stehen. Ja, das Emotionale an dieser Uhr, wir haben die auf die Uhrzeit gestellt, an der Robin eingeschlafen ist am 20. Mai letztes Jahr. Was uns sehr bewegt hat, auch ist der Gang zu Robin seiner, ja, ich bring's nicht über die Lippen, für mich ist es seine Ruhestätte, sein Bett. Ja, für mich schläft er dort nur. Ja, wir haben auch, um uns das anzugucken. Das wir ist haben schon, auch nicht Abschied genommen, wir ja, haben Hallo gesagt. Weil in uns lebt Robin weiter. Ne? Die Brüder sind sterblich. Ihre Musik ist es nicht. Die Musik gibt uns täglich so viel. Ja. Wenn ich eine andere Gruppe, okay, die haben dann vielleicht 4, 5 Hits gemacht oder so. Aber wie gesagt, Bee Gees haben 50 Jahre Musikgeschichte geschrieben. Und die werden auch so viel für andere in geschrieben. Jahrhunderten noch gespielt werden, hoffe ich jedenfalls. Mehr von solchen.